Ist er nicht so vorwurfsvoll? Irgendwo war es schon 5 Uhr. Zeit für Wochenende für mich, für andere aber noch nicht. Was für eine schöne Location, ich wusste, dass mit der Schelker zu sich bestellt. Ja, dann ist es hier. Willkommen in Gaza, Schelker. Ich weiss schon, was kommt. Ja gut, muss ich gar nicht viel mehr sagen, schönes Wochenende. Nein, natürlich nicht, das lasse ich mir nicht nehmen, das ist deine Aufmerksamkeit. Du kennst ja sicher den berühmten Zaubertrick, Tischtuch unter der Glaspyramide wegziehen. Ja. Schon 100-fach gesehen, noch nie selber ausprobiert und weil ich nicht das Geld und nicht Zeit habe, das auszuprobieren, machst du das heute für mich. Die Gläser, die sind gemietet. Wichtig, ich habe dem Wirt gesagt, jedes Glas, das kaputt geht, wird natürlich ersetzt. Nicht von mir, sondern von dir. Das Glas ist 3 Stutz, also ich würde schon ein bisschen Sorge haben. Nicht befestigen, nicht beschissen. Die Pyramide muss einfach so sein, Tischtuch unten wegziehen, Wochenende. Darf natürlich nicht umgehen. Okay? Okay. Und dann ist das Simon. Schade, bring mir Glück. So, Simon, für deine Sicherheit. Statik. Hat es. Sichere Sache! Wenn ich jetzt einfach schnell ins Wochenende, ich habe das Gefühl, ich könnte eins an dem Ding ziehen und dann bin ich im Wochenende, oder? Aber das würde mir 60 Steine kosten, je nachdem, wenn das nicht überlegt ist. Aber ich will ins Wochenende. Cool. Ich habe weniger Wochenende im Leben als Geld, hä? Hoch die Hände! Wochenende! Nein, zähl du. Scheiße. Die gehen ja sehr schnell kaputt. Scheiße. Siehst du, wie viel Schutz das jetzt schon sind? Was habe ich gesehen? 20 minus 2, 8. Ich habe noch Überlebende gefunden. Scheiße. Du, warum nicht der Auftrag Blockfuss? Du, aber das geht ja richtig ins Geld. Ich habe ja schon mehr Geld als Wochenende, aber ich habe daheim dummerweise so eine Frau, die er aber fragt, wo geht denn das Geld her? Wie sinnvoll ist denn das? Er müsste ja der Arbeitgeber zahlen. Ja, müsste. Aber ich bin so schlau, dass ich sicher nicht in einer Pyramide, die 60 Stutz wert hat, aufbauen. Jetzt fiel ich an meiner Technik. Wo kann ich meine Pyramide fangen? Oh, zu mir. Ha! Denke ich nicht. Hauptfehlüberlegung war es. Da hing ist das ganze Tuch hochgekommen, hat alles mitgerissen. Oder? Wenn ich es ziemlich am Ende des Tuchs baue, ist die Chance kleiner, als es so passiert. Come on! Ein erster kleiner Schritt! Für die Menschen. Ja. Wenn du überlegst. Weißt du, ob irgendetwas noch polstern kann? Dass wir die Sicher nicht kaputt gehen. Komm, einfach machen. Also, es ist noch ein Stock zu tief, hä? Genau, das sind jetzt 3 Stück. Der hier ist natürlich von der Verteilung nicht perfekt. Habe ich das Gefühl, der gibt jetzt ein bisschen mehr Gewicht. Okay. Wow. Ich bringe das her. Viel gescheiter von vorne. Jetzt kommt mir das Video ein, das nie gesehen mit den Gielen, die genau so einen Trick machen. Ja. Zieht ihr das schnell rein und darum geht gescheiter vorne filmen. Hi, ich bin's Michel. Und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Kamera läuft! Ja. Schön. 3 Stutz. Aber wir kommen dieser Sache näher. Ich will heute Rekordzeit, Mann! Aber ich würde da mal sichern, das ist. Gute Idee. Sicher, sicher. Ha! Shit! Zieh das rein! Zieh das rein! Sicher. Ist gut? Ja. Hey, bin ich drauf? Ja. Zieh dir das rein, Mann! Simon, es bringt gar nichts. Du bist schnauzt. Hm.
Kannst du die Fürze aus deinem Mauer klären, was du eigentlich oben musst sagen? Ja, aber ist du einfach dabei, wie du... Was? ...langt aus rumpasteln. Ist es mein Geld, ist es dein Geld? Das ist die erste Frage. Zweite Frage, Sherry. Was vielleicht noch wichtig ist, und ich denke vielleicht einen Schritt weiter als du, ist, dass es statisch verhält. Siehst du jetzt, das geht ja fast nicht auf. Schau jetzt, was ich machen kann. Das muss doch hier auch Gewicht drauf geben, dass das nicht passiert. Ah, oh, das Geräusch. Passiert. So! Haben wir es geschafft? Das ist ja easy! Alter, nein, aber es ist nicht easy! Ich bin hure cool! Das ist ein praktischer neuer Rekordzeit für den Schuh! Warte! Einen Schenk ihm noch.